Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der 10. oder auch 9. Klassen. Hallo, liebe Chemieinteressierte oder auch alle, die mal hier bloß hereinschnuppern wollen. Heute wollen wir uns mit dem Essigsäuremolekül seiner Struktur befassen. Im Haushalt habt ihr auch Essigsäure, allerdings recht stark verdünnt, selbst in Essigessenz. Reine Essigsäure ist Eisessig. Man bezeichnet sie auch als Ethansäure. Reine Essigsäure wird im Kühlschrank fest. Nicht erst im Kältefach, sondern schon oben. Deswegen bezeichnet man sie auch als Eisessig. Welche Voraussetzungen solltet ihr mitbringen? Zum einen solltet ihr bereits Bescheid wissen, was Alkane, Alkanole und Aldehyde für chemische Verbindungen sind. Ihr solltet also mit den Grundlagen der organischen Chemie vertraut sein. Als zweites solltet ihr euch etwas auskennen mit Bruchrechnung und Prozentrechnung. Und als drittes wäre es schön, wenn ihr bereits die Oktettregel und Edelkonfiguration anwenden könnt. Zunächst einmal müssen wir die Summenformel aufklären. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com